Schlag gerne Gottes Wort mit mir auf zu dem Propheten Zephania. Zephania, Kapitel 2, Vers 11. Und hier lesen wir in Gottes heiligem Wort. Furchtbar wird der Herr gegen sie sein, denn er wird alle Götter der Erde hinschwinden lassen. Ja, hallo meine Liebe. Ja, also ich weiß nicht, ob ich das schon mal angesprochen habe, aber ich glaube schon. Die Videos kicke ich mir nicht an und vor allem nicht von diesen Leuten. Ich glaube, die Baptisten sind seit über 40 Jahren in der Ökumene, im Arbeitskreis christlicher Kirchen. Und ehrlich gesagt stößt mich das ab, wenn ich das sehe. Diese Rhetorik, diese Betonung, diese gelernte, aufgesetzte, diese ganze Maskerade. Ich finde das so abstoßend. Ja, und egal, wie sie sich alle nennen, Baptisten, Charismatiker, Pfingstler, Neuapostolen, Katholiken, Evangelikalen, ist überall dasselbe. Ist überall dasselbe. Sie haben alle dasselbe Bild von Gemeinde, was sie gelernt haben auf ihren Bibelschulen, was sie gelernt haben auf ihren Theologiestudium. Ein oder zwei Leute sind da die Leute, die was zu sagen haben, die zu verkündigen haben. Dann gibt es den elitären Kreis der Ältesten und dann gibt es noch das Kirchenvolk, was dazu Ja und Amen zu sagen hat. Wenn nicht, dann gibt es Stress, wenn sie sich dem da nicht unterordnen. Das ist alles dasselbe. Das ist alles dasselbe. Aber das, worum es geht, was die Gemeinde Gottes ausmacht, nämlich die Liebe Christus in ihn, das wirst du da nicht finden. Tolle Rhetorik, tolle Anzüge, Reden von der Nachfolge Christi, als wenn Christus in Schlips und Kragen an einem Pult sich hingestellt hätte, einen Verein gegründet hätte, eine Körperschaft des öffentlichen Rechts gegründet hätte, sich mit dieser Obrigkeit einig gemacht hätte, um so eine rhetorisch klasse Predigten hinzulegen. Wirklich, das ist schrecklich. Also mir brauchst du den, ich spreche das einfach mal aus, solchen Mist nicht mehr schicken. Die müssen Buße tun. Ganz einfach. Ja, und gerade Zephania 2. Ja, genau. Da sollten Sie mal aufpassen, die Menschen verführen und in die Irre leiten und in ihre Vereine ziehen und Zahlen, Mitglieder generieren, um diese ganze fromme Gewerbe überhaupt aufrechtzuerhalten. Er hat die Tische umgestoßen. Wirklich. Also, von daher würde ich dich bitten, mir so einen Unsinn nicht mehr zu schicken. Ja, wenn du ein Wort hast aus der Bibel, wunderbar, da freue ich mich drüber. Aber lass mich bitte in Ruhe mit diesen Wölfen in Schafspelz. Davor warnen wir. Ja, mit ihren Irrlehren, die Menschen wirklich in die ewige Verdammnis schicken. Und da gibt es einige Worte, gerade in dem letzten Video, was wir hochgeladen haben, Ehrfurcht Teil 3, ja, wo der Herr sagt, heulet ihr Hirten, ich werde eure Weide und eure Herde zerschlagen und ihr werdet jammern und heulen, ja. Er hat ein Schlachtopfer zubereitet, sagt er, und spricht zu solchen Hirten. Also, wenn sie schon davon sprechen, dass der Tag des Herrn nahe ist, dann sollten sie anfangen zu zittern mit ihren ganzen frommen Gewerbe und ihrer Verführung, die sie da vor sich genommen haben. Werden sich ganz schön umkicken. Also, ansonsten, ja, dir auch Gottes Segen und Gott anbefohlen. Bei der Stadt, die nach meinem Namen genannt ist, fange ich an mit dem Unheil. Und ihr solltet ungestraft bleiben? Ihr sollt nicht ungestraft bleiben, denn ich rufe das Schwert über alle herbei, die auf Erden wohnen, spricht der Herr Zebaoth. Und du sollst ihnen alle diese Worte weissagen und zu ihnen sprechen, der Herr wird brüllen aus der Höhe und seinen Donner hören lassen aus seiner heiligen Wohnung. Er wird brüllen über seine Fluren hin. Wie einer, der die Kelter tritt, wird er seinen Ruf erschallen lassen über alle Bewohner der Erde hin. Und sein Schall wird dringen bis an die Enden der Erde. Der Herr will mit den Völkern rechten und mit allem Fleisch Gericht halten.
Die Schuldigen wird er dem Schwert übergeben, spricht der Herr. So, spricht der Herr Zebaoth, siehe, es wird eine Plage kommen von einem Volk zum anderen, und ein großes Wetter wird sich erheben von den Enden der Erde. Zu der Zeit werden die vom Herrn Erschlagenen liegen von einem Ende der Erde bis ans andere Ende. Sie werden nicht beklagt, noch aufgehoben, noch begraben werden, sondern müssen auf dem Felde liegen und zu Dung werden. Heulet, ihr Hirten, und schreit, wälzt euch in der Asche, ihr Herren der Herde, denn die Zeit ist erfüllt, dass ihr geschlachtet und zerstreut werdet und zerbrechen müsst wie ein kostbares Gefäß. Und die Hirten werden nicht fliehen können, und die Herren der Herde werden nicht entrinnen können. Da werden die Hirten schreien, und die Herren der Herde werden heulen, dass der Herr ihre Weide so verwüstet hat und ihre Auen, die so schön standen, vernichtet sind von dem grimmigen Zorn des Herrn. Er hat sein Versteck verlassen wie ein junger Löwe, und ihr Land ist verheert von seinem gewaltigen Schwert und von seinem grimmigen Zorn.